So, I guess hier rein. Okay, da kann ich nicht lang. Sehe ich da oben so ein Feuerlöcher? Ich weiß, dass das Stück Fleisch hier Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee, natürlich nicht. Dieses blöde Stück Fleisch. Noch den Herd nicht anmachen. Da geht er immer automatisch raus. Der Wuffi ist da lang gegangen, das ist schön, aber da komme ich ja nicht lang. Ich meine, ich sehe hier oben die Feuerlöcher. Und ich habe ein Stück irgendwas. Normalerweise hast du das hier bei den Herd gehalten, aber irgendwie. Ich hab halt Schiss, wenn ich das Ding darüber schieße, dass ich das nie wieder krieg. Was übersehe ich? Vielleicht denke ich wieder zu kompliziert. Ich denke viel zu kompliziert. Aber ich denke jetzt so, ich habe es so kompliziert gedacht, dass mir gerade kein einfacher Lösungsweg einfällt. Komm, wir schießen das Licht aus. Rauch wegpusten war nicht, oder? Nee. Rauch wegsaugen. Es ist echt Rauch wegsaugen, dein Ernst. Auch nicht? Ich sehe ja, dass der auch weniger wird. Ich brauche quasi die doppelte Power gegen Rauch als sie. Gut, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nicht in den nächsten 10 Minuten. Oh mein Gott. Warum steuert sich das anders als sonst? Ja,
Na komm, nimm deine Pfanne wieder auf. Okay. Hör auf, mit Fisch nach mir zu werfen. Was bist du denn, ey? Fuck my life. Ja, daneben geschossen hast. Das ist so ein Fight, der aus den falschen Gründen schwer ist. Ja, klar. Das ist dezent annoying. Klar habe ich an ihm vorbeigeschossen. Das kann man ja so gut zielen, nämlich gar nicht. Oh, finally, Idiot. Jetzt habe ich den Scheißfisch eingesammelt. Noch eine Runde. Oh. Wait, seine Pfanne. Ich wollte gerade seine Pfanne nehmen. Okay, und da nichts mehr rumliegt, muss ich jetzt warten, bis er Fische schmeißt. Okay. Wirklich? Alter, der spielt auch Huntress Main in DBD, ey. Holy shit. Alter! Noch schneller vielleicht? Möchte ich währenddessen abschießen? Nö, kann ich ja nicht, weil fucking Steuerung bescheuert. Hey, Rabi. Oh, geht doch. Komm her. Damn, ist der nervig. Der war halt nicht mal schwer. Es ist einfach nur auf ihn zielen mit plötzlich anderer Steuerung ist super weird. You have to be fucking shitting me. Warum habe ich eigentlich erwartet, dass... Hey, guck mal, du hast den Boss fertig, er droppt was, oh, du darfst es behalten. Nope. Kommt nicht raus, wenn ich da in der Nähe stehe, hä? Vielleicht mit doppelter Saugpower? Oh, Käse. Guck mal hier. Hä? Also jedes Mal, wenn ich da in die Nähe gehe, und ich kann nur ein Stück Käse irgendwie. Kann ich den hier ablegen? Ah, okay. Ich muss ja quasi eine Falle stellen. Wait, what?
Okay. I guess wir stellen uns beide hier hin. Ja, ist zu nah. Warum ist das schon wieder unnötig kompliziert? Ich liebe das. Warum gibt es hier nicht einfach irgendwo eine Mäusefalle, wo du... Ah ja, klar, ich kann es natürlich auch nicht da hinlegen, ne? Es ist schon wieder irgendeine Moon-Logic-Lösung. Oder es ist wieder so einfach, dass kein Mensch drauf kommt. Ach ja, jetzt gehst du nicht mehr zum Käse, weil er zu weit weg ist, oder? You fucking shitting me, ey. Ja, natürlich, ich sehe es ja auch. Also du musst einfach perfekt deinen scheiß Staubsauger auf die ausrichten, ja, während sie irgendwie auf dem scheiß Käse sitzt oder irgendwas. Ich check's nicht. Das ist so viel Spaß. Das ist so gut. Welcher Rätselmeister war denn da schon wieder am Berg? Ja, das geht auch nicht. Ist es echt einfach fucking präzises Einsaugen? Das ist nervtötend. Den Käse irgendwo drauflegen, auf den Tisch oder so? Ja, nee, kannst ja nicht hochheben. Oh, gib mir doch einfach eine fucking Mausefalle oder irgendwas oder steck's in fucking Luigi. Hier, fress den Käse, du Scheißer, ey. How the fuck? Ich kann sie rauslocken. Mit dem Ding. Aber ich kann den Raum nicht verlassen. Schön. Warum geht das jetzt? Warum? Warum kann ich... Ach so, weil ich eben Luigi draußen hatte. Ich meine, wo soll ich den denn dann hinlegen? Ich muss den irgendwo hinlegen. Ah, die Frage ist, riecht der denn hier noch? Okay. Let's do some science testing. Kommst du hier irgendwie rüber und holst dir den da? Machst du das? Macht sie nicht. Okay. Das ist ein Problem. Das ist quasi für sie out of range. Was ist sonst noch in diesem Raum? Gar nichts mehr, ne?
Nee, da ist der Ausgang. Falsche Taste. Sie nimmt den Käse nicht, wenn den einer von meinen beiden in der Hand hat, ne? Oder? Tut sie nicht. Wenn ich den da in die Ecke lege und weggehe, nimmt sie ihn sich. Aber sie läuft halt zurück, obwohl ich nicht mal irgendwas mache. Das Problem ist, ich sehe nicht, was sie macht. Leg den mal nach hier. Sie bleibt auf dem Käse sitzen. Muss ich den Käse so weit wegplatzieren, dass... dass sie fressen, bis sie zu fett ist, um das Loch zu fassen? Ich meine, das ist eine Idee, ja. Warum kommt sie jetzt nicht mehr raus? Hallo? What the? Ach so, jetzt. Das interessiert sie einfach an Scheißdreck. Okay, cool. Motherfucker, ey. Das kann nichts mit Einsaugen sein, weil ich grundsätzlich den Scheiß Kack. Ich check's nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich bin zu dumm für dieses Rätsel. Weil ich meine, alleine schon, wenn du den Käse hier hinten in den Ecke legst, damit du mehr Platz hast, läuft sie hier hin und frisst nicht mal. Jetzt frisst sie. Wait, what? Gibt es irgendwas, womit ich dieses scheiß Loch zumachen kann? Oder was zum Geier ist die scheiß Lösung hier? Das macht alles keinen Sinn, ich schwöre. Pusten funktioniert nicht, Saugen funktioniert nicht. Jetzt muss ich sie anblinzeln. Kann ich mit Greasy das fucking Loch verstopfen? Nein. What the shit, ey? Make it blind. Du willst mir erzählen, dass das actually die Lösung ist? What the fuck? Wer kommt denn bitte auf die Idee, eine fucking Ratte
einfach weg zu Taschenlampen. You what? Dude, das ist fucking Moon Logic, sorry. Das ist... Das ist super Moon Logic. Aber hey, wir haben die erste Ratte hinter uns, jetzt kommen natürlich die nächsten 10.000 Ratten, weil Rattenrätsel ja total lustig sind. Und wir jetzt wissen, die große Schwachstelle von Ratten ist Licht. Alter. Wo ist jetzt die andere Scheißratte hin? Wahrscheinlich nicht mal mehr hier im Raum, ja? Ich habe so Bock, jetzt die ganze Zeit Ratten zu verfolgen. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich extrem Moon Logic hatte in dem Game. Warum komme ich... Ich hab keine Zeit für dein Bullshit. Ich hab keine Zeit für euren Bullshit. Dein Ernst? Komm her. Motherfucker, ey. Sonst noch wer? Was? Lass mich in Ruhe, Mann. So, was ist jetzt hier oben mit den... Really? Ach so, die ging ja erst weg, wenn du das Schwert hier mitgenommen hast, ne? Da war ja was. Nee, das war's nicht. Oh. Viel einfacher. Benutz deine Sch... Ist total fun, wenn du dann da stehst und nichts tun kannst, weil Cutscene lockt. Und du einfach schon aus Prinzip die ganze Zeit auf deine Taschenlampentaste hämmerst, wie bescheuert. Das Loch ist hier drin, ne? Hm. Glaube ich zumindest. Diesmal wieder zu. You fucking shitting me. Sicher, dass du es diesmal hast und jetzt nicht wieder irgendeine Ratte kommt oder eine Spinne. Echt? Nice. Geht ja. Ich
glaube, mein Hauptproblem mit diesem Rattenrätsel war einfach, dass das Spiel nie gesagt hat, hey, guck mal, du kannst fucking Ratten mit deiner Taschenlampe killen. Das war mir halt vollkommen neu. Da wäre ich auch nie drauf gekommen. Hallo? Ich hasse das, wenn du in einem gewissen positionierenden Ding stehen musst, um irgendwas zu machen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist sehr viel. Probier jetzt erstmal alle deine Tasten aus, bevor du irgendwie nachdenkst. Einfach wild rumprobieren. Egal wie logisch oder unlogisch es ist. Warum muss ich zum Labor, wenn du mir was sagen willst, wenn ich ein fucking Virtual Boo hab und du einfach mich anrufen kannst? So wie gerade. Ich muss die Logik nicht verstehen, oder? Was willst du von mir? Einen Altmann lässt man doch nicht so lange warten. Doch, damit er vielleicht abgenippelt ist und wenn man ankommt, dann direkt das Erbe einstreichen kann. Okay, das Labor fertig, schön. Ja, Geld habe ich gesammelt. Du hast einen Shop. Natürlich, den habe ich eben schon gesehen. Oder ist das Musik? Ein gratis Geschenk. Der ist actually gratis. Nice. Sie können dich wieder aufwerfen, wenn die Anzahl deiner Herzen noch null sinkt. Es wäre ratsam, gleich mehrere Goldknochen zu haben. Okay. Stöbere ruhig ein wenig im Shopping-Netzwerk. Da waren drei Items. Oh shit. Noch mehr neue Funktionen. Okay, was hast du denn hier? Das ist alles, was du hast, hä? Warum ist das so dirt cheap? Warum kann ich immer nur eins kaufen? Ich will nicht sagen, aber das ist nice. Moment, gibt es hier unten eine Taste für mehrere kaufen? Nein, es gibt nur auswählen. Lass mich hier einfach direkt mein ganzes Geld wasten. Weil ich habe eh wahrscheinlich keinen anderen Verwendungszweck dafür, von daher. Gold ist das annoying. So. Was willst du von mir? Zu schnell kann's gehen. Du bist anscheinend schon auf einen ersten Bogen gestoßen. Er muss ganz in der Nähe sein. Hä?
Luigis Körper besteht aus einem Element, das ich Glibber getauft habe. Glibber reagiert auf Buhs ausgesendete Frequenzen. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi... Wait a second. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich habe Vibrationen ausgeschaltet. Oh, du kannst Vibrationen gar nicht ausschalten. Okay. Ich meine, der vibriert auch so. Aber... whatever. Ich wüsste halt nicht mal wo. Weil mein Controller vibriert null. Das wurmt mich jetzt. Eigentlich will ich das Ding von dem machen. Weil er mir sonst wieder 3 Jahre mit seinem Tutorial auf den Sack geht. Ah, das ist bestimmt hier irgendwo drin. Scheiß Waschküche. Ein Ubu. Wer war? Okidoki. Oh, ist das nur so collectible shit? Und das ist nicht mehr Controller-Vibration, sondern je nachdem, wie stark er vibriert, wenn man ihn ruft.